So, jetzt habe ich heute mal eine ganz neue Perspektive und ich finde immer, Kunst ist ganz, ganz was Wichtiges. Also hinter mir habe ich auch von einer Künstlerin ein Bild und das ist ganz interessant, weil du siehst einfach, wie ich das Bild angebracht habe. Ich hätte sie auch mal umdrehen können und wenn du das umdrehst, dann hat es einen ganz anderen Fluss. Also jedes Bild hat eine Verbindung mit uns selber, aber bringt natürlich auch die Energien im Raum in Schwingung. Und man sieht es dann immer ganz eindeutig, wenn man zum Beispiel mal seine Bilder abhängt und dann bewusst an verschiedenen anderen Stellen wieder aufhängt. Dann kann man einfach sehen, dass die Kunst oder überhaupt das Bild oder alles, was wir im Raum haben, einen sehr großen Einfluss auf uns hat. Und schau dir einfach auch die Künstler an. Also es kann ja, hier kann man ja wenig falsch machen, weil das geht ja eher um Farben oder die Formen, die dieses Bild hat. Aber es gibt ja auch Bilder, die zum Beispiel Menschen oder auch Situationen widerspiegeln. Und da kann es dann manchmal sein, dass die sehr traurig sind oder nicht so positiv gestimmt. Und da würde ich dir einfach raten, schau dir die Bilder ganz genau an. Was sagen dir diese Bilder aus? Passen die denn wirklich zu dir? Ist die Stimmung hell? Ist die Stimmung dunkel? Ja, denn alles, was du um dich umgibst, hat natürlich schon einen sehr, sehr großen Einfluss auf dich. Naja, genauso wie man zum Beispiel beim Friseur war, wie ich zum Beispiel heute, ja, habe ich wieder einen ganz anderen Kopf. Fühle ich mich wieder vollkommen anders. Erst waren meine Haare irgendwie länger und jetzt sind sie wieder kurz. Also, so fühlt man sich natürlich auch, wenn man seine Wände mit neuen Bildern belegt. Und so kann man natürlich dann auch ja, den Raum mal vielleicht für ein ganz neues Gefühl einsetzen. Also, deine Wohnung braucht einen neuen Friseur, oder? Das war jetzt nur Spaß, aber das heißt natürlich, probier es einfach mal aus, wirklich mit. Ja, Gegenständen mit Bildern einfach mal was Neues zu konstruieren. Fühl einfach mal rein, wie es dann, ob sich der Raum dann anders anfühlt. Was das Schöne ist beim Feng Shui, wir können das gezielter einsetzen. Also wir wissen ganz genau, wo wir uns platzieren und wie wir uns platzieren und in welche Richtung wir auch blicken. Und das finde ich ist also sehr, sehr interessant, besonders wenn man weiß, wo die gute Richtung ist, dann kann man sich natürlich auch bewusst dementsprechend ausrichten. Also das heißt, es ist ganz wichtig, in welche Richtung du blickst, denn das zeigt nicht nur deine Zukunft aus, sondern das kann dir auch bestimmte Energien von den äußeren Umfeldern bringen und dich eigentlich aktivieren. Naja, willst du mehr darüber wissen? Na dann sei mal ganz, ganz dolle neugierig und buche am besten meinen Online-Kurs, sei dein eigener Feng Shui-Berater. Oder mach gleich die Ausbildung, dann weißt du hundertprozentig Bescheid. Allen, wie du dich besser platzierst und in eine neue Stimmung und eine neue Energie kommst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und alles Gute, deine Petra.